Kann ihm jemand das Zeug verpasst haben? Ich meine, zwangsweise? Nein, wenn der sich gewehrt hätte, sähe er jetzt aus wie ein Malergeselle. Das hat er wohl freiwillig getrunken. Und zwar für Ex. Selbstmord und Acrylakt? Glaub ich nicht. Der hatte 2,3 Promille im Blut. Wenn du mich fragst, vermutlich ein Saufgelage mit anschließender Pfannwette. Jan? Komm mal rein. Nee, komm du lieber raus. Dein Sohn ist gerade verhaftet worden. Ja, genau. Morgen in der Zeitung steht, wieder böse Demonstranten kloppen auf die Polizei ein. Aber hiervon steht nichts drin. Lass ihn dir doch einrahmen, Kämpfer. Genau wie den ersten Knutschfleck. Bei dieser Demonstration von Globalisierungskritikern kam es dann so gegen 14 Uhr am Dammtor zu Ausschreitungen. Und da musste ein Daniel sich einer routinemäßigen Personenüberprüfung gewaltsam widersetzen. Gewaltsam? Das heißt, er hat einen Beamten kräftig vor den Brustkorb gehauen. Spinnt denn der? Und ich habe ihm noch gesagt, halt dich von Randale fern, wenn du da schon unbedingt mitmachen musst. Und sowas rutschte schnell rein. Es gab viele Festnahmen bei den Demonstranten. Entzückend. Und jetzt das wirklich Entzückende. Ein Kollege von uns ist von einer Gruppe Vermummter in einer kleinen Seitenstraße überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Wie brutal? Der junge Kerl liegt mit schweren Schädelverletzungen im Koma. Ich könnte kotzen. Ja, das ist allerdings sehr übel. Gut, dass du da bist. Und? Er kämpft. So ein Hals! Echt schon! Können wir aus dem Weg gehen? Was auch, Papi, muss mal Pipi? Du, wenn ich dein Papi wäre, würdest du jetzt zu Hause sitzen und Schulaufgaben machen, du Zottel. Papi ist auch diese ungepflegte Kreatur zu mir. Was sehe ich denn aus wie ein Papi? Reg dich einfach wieder ab. Tag, Meier. Hi, hörst du auf. Er sitzt in Zelle 4, zusammen mit 6 anderen, dieser Scheißkerle. Scheißkerle, jetzt mach mal halblang. Thorsten Beckershoff. Den Namen schon mal gehört? Das ist ein junger Kollege aus meiner Mannschaft. Den paar dieser Scheißkerle vor knapp 2 Stunden den Schädel eingetreten haben. Noch Fragen, Herr Hauptkommissar? Dann entschuldige mich bitte. Party, ja? Los raus. Und ein bisschen flott!
Jan. Eddie. Schlimmer bin ich, wa? Allerdings. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch. Guten Tag, Herr Oberstaatsanwalt. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Ihr Gewächs, wie ich hörte? So in etwa. Na, bravo. Gehe ich recht in der Annahme, dass es Ihnen diesmal mit der Ausstellung eines Haftbefehls nicht so eilig ist wie sonst? Alles zu seiner Zeit, Herr Oberstaatsanwalt. Schönen Tag noch. Wo ist das Vernehmungszimmer? Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt. Danke. Das ist deine Sache. Aber sobald Gewalt im Spiel ist, ja? Dann wird bitte ganz schnell der Schwanz eingezogen, ja? Und wie nennst du das, was die Wirtschaftslobbys jeden Tag dieser Welt antun? Ist das keine Gewalt? Das meine ich nicht. Nee, da kann man ja auch keinen für verhaften, ne? Den Strafbestand Leben auf Kosten anderer findest du ja in keinem Gesetzbuch dieser korrupten Republik. Trotzdem musst du noch lange nicht um dich schlagen, wenn ich einer meiner Kollegen nach deinem Personalausweis fragt. Fragt? Der Typ hat mich gleich blöde angepasst. Und wie man es halt in den Wald ruft, so schallt es halt... Zurück, ich weiß, ja, ja. Und deswegen schlagen wir selbstgerechten einem jungen Polizisten mal schnell den Schädel ein, um gegen die Gewalt der Wirtschaftsimperien dieser Welt zu demonstrieren, oder was? Wie meinst du das, den Schädel einschlagen? Wie meine ich das? Ach, das weißt du gar nicht. Thorsten Deckershoff, 26 Jahre, Polizeihauptmeister. Er wurde während der Demonstration von zwei, drei Vermummten vor der Wichelauser Apotheke brutal zusammengeschlagen. Es steht sehr schlecht um ihn. Wo ist Frau Papp? Hat sich für ein paar Stunden beurlauben lassen, musste zum Tierarzt, wegen dem Hund ihrer Mutter. Ja, guten Tag, ist Wichelhaus. Ja, würden Sie mich bitte mit Herrn Staatsrat Pfeiffer verbinden, ja? Deswegen verurteilt die Stadt Hamburg natürlich jegliche Gewalt, die aus den Reihen einer Demonstration kommt. Naja, aber auch die Polizei ist ja nicht gerade zimperlich vorgegangen. Das dürfte ja wohl inzwischen feststehen, oder? Aber ich bitte Sie.
Wir haben versucht, im Vorfeld mit Gesprächen zu deeskalieren und dezidiert darauf hingewiesen, wie wir reagieren werden, falls es zu Ausschreitungen kommt. Wenn uns das von Seiten der Störenfriede nicht geglaubt wird, Sie entschuldigen mich. Ah, bitte, Staatsrat. Ja. Stellen Sie durch. Hallo, Thomas. Ja, etwas. Bin gerade im Meeting. Ja. Natürlich. Ja. Nein, dann machen wir erstmal gar nichts. Nein. Ja, da bleiben wir ganz entspannt. Gut, bis später. Acryllack. Mhm. Und der Chef will, dass wir uns da dahinter klemmen. Das heißt? Vermutlich werden wir so circa 30 Kneipen abzuklopfen haben. Uns von diversen Saufbolden anblöken lassen müssen. Und dann zu guter Letzt hier im Büro schlecht gelaunt die Indizien auszuwirken. Wie schön. Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Jan. Es gibt Kollegen, die wegen Daniels Tätigkeiten stinksauer auf dich sind. Also entschuldige mal, nur weil sich Daniel auf einer Demo befunden hat. Auf der ein Kollege schwer verletzt wurde, vergiss das nicht. Das LKA hat Material von einer Amateurkamera ausgewertet, auf dem phasenweise zu sehen ist, wie brutal Bekasov von den drei Vermummten fertig gemacht wurde. Das bringt schlechte Stimmung. Gleich drei? Das BKA ist schon an einem dieser Kerle dran. Kannst du mir das Videomaterial besorgen? Wieso? Das ist kein Fall für die Mordkommission. Ich will es Daniel zeigen, zur Abschreckung. Hallo Jenny. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass Ihre Mutter einen Hund hat. Ja. Wie bitte? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Ja, du hättest erzählt erstens von dem Beitrag. Ja. Ganz gut. Und ich kriege das. Erlesen. Weiter so. Na, aber für dein Budget nicht drin, Mann. Okay, Alter. Alles auf dem Laufenden. Ciao. Und? Das BK hat eine Bude in Altona gefilzt. Die suchen dich wegen des verletzten Bullen. Wie? Nur mich? Toll. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns in Frankfurt trennen. Ich fahre zu Pierre nach Karlsruhe. Los. Hallo. Es tut mir ja so leid. Wirklich? Hast du Hunger? Soll ich Anna was für dich kochen lassen? Ich kann jetzt nichts essen. Ich habe dein altes Zimmer vorbereitet, falls du dich hinlegen willst. Das ist wirklich lieb von dir, danke. Michael. Tja, Nachbarschaft. Tommy und Hans wollen später kommen. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Deshalb finde ich, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Gewaltheinis nicht mehr bei uns mitmarschieren. Guten Abend. Oha, die Staatsgewalt. Oha, die Feierabendklassenkämpfer. Na, diese Woche schon BAföG kassiert. Hey, den kenne ich. Dein Kollege noch rechtzeitig auf Klo gekommen? Kastorf, Klipper Hamburg. Hände hoch und Drogen auf den Tisch. Ja, ja.
Willst du ein Bier? Später vielleicht. Jetzt wird erstmal nachgedacht. Wie geht denn das hier an? Ach, gib mal her. Ach so. Ein Demo-Tape. Ich werde nicht mehr. Mal sehen, ob sie gleich noch genauso lässig drauf sind. Mal größer und eine Zeitlupe. Und sowas inszeniert der Verfassungsschutz? Das sind eure Leute, mit denen ihr gemeinsam marschiert seid. Sie werden es mir nicht glauben, Herr Kastorf, aber dieses Tape ist der Beweis dafür, dass dieser Vorgang eindeutig getürkt ist. Tatsächlich? Ich habe noch nie eine Demo gesehen, auf der ein Bulle, ein Polizist, alleine irgendwo rumstand. Die sind immer zu zweit unterwegs, damit einer mit der Funke Verstärkung rufen kann, wenn es knallt. Naja, das stimmt. Damit Vorfälle wie die sich nicht ereignen können. Dass man dir das erklären muss. Ich bin bei der Mordkommission, nicht bei der Bereitschaft. Bürger verarsche. Vermutlich eine Stuntman-Gruppe oder so. Eine Stuntman-Gruppe? Das können wir doch gleich mal nachprüfen. Wer kommt mit? Jetzt? Jetzt. Nee. Stuntshow, nicht wahr? Besonders der Maskenbildner vom Verfassungsschutz hat gute Arbeit geleistet, finde ich. Die Zeit ist um, Herr Hauptkommissar. Ja, danke. Was geht denn hier vor? Wo ist Angela? Schon vorgegangen. Sind die Eltern von Beckershoff auch da? Angela sagte nein. Na, immerhin. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee war, Angela hierher zu folgen. Da kannst du recht haben. Gehen wir. Was machen Sie hier? Wie können Sie sowas zulassen? Wie ich Ihnen schon sagte, der Herr ist von der Kripo und außerdem... Ach, und was soll das hier sein? Ein abschreckendes Beispiel für missratene Jugendliche, oder was? Das sind keine missratenen Jugendlichen. Wissen Sie was? Das da, ja? Das ist ein Mensch. Ein Mensch, der um sein Leben ringt. Und Sie glotzen ihn an wie ein Zoo. Sie sollten lieber zusehen, dass Sie die Typen zu fassen kriegen, die ihn so zugerichtet haben, finden Sie nicht? Wissen Sie, das tut uns wirklich sehr leid. Gehen Sie. Was glotzen Sie denn so? Gehen Sie! Schon gut. Wir gehen. Wieso ich? Weil du das genauso vorgeschlagen hast, oder?
Was soll ich denn sonst sagen? Vielleicht bitte fahr allein zu deinem Guru, liebe Angela. Ist so laut! Warum wollte Angela denn, dass wir herkommen? Sie braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Mehr ist das nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Jetzt haltet doch endlich mal die Schnauze, verdammt! Geht schon mal vor. Alles klar. Sie ist allein. Oh oh. Der sieht wirklich ziemlich übel aus. Ja, und jetzt? Wir warten, bis Angela wieder rauskommt. Dann? Dann gehen wir ins Kino und essen Popcorn. Du Idiot. Ich mache ein bisschen am Ring, Freunde. Also, von mir aus kannst du es ihm erzählen. Ich bin auch dafür. D'accord. So heftig sollte es nicht werden. Aber ich hätte ja keine Ahnung, dass die Freundin von Beckershoff hier auftaucht. Ist schon gut. Vielleicht haben wir das gerade gebraucht. Also, der Typ heißt Robbie King Bastner. Welcher Typ? Na, der Vermummte auf dem Tape. Der einmal zugetreten hat und dann weglief. Seid ihr sicher? 100 Pro. So eine Kampfjacke wie die trägt nur er. Mit so einem roten Piratenkopf auf dem Ärmel. Komisch, dass ihr den nicht in eurer Kartei habt. Robbie ist die größte Krawallsau zwischen Hamburg und München. Vermutlich sind die Kollegen schon an ihm dran, ich check das. Ich danke euch. Könntet ihr mit einem Auto zurückfahren? Gut. Ich komme später nach. Hey, was hast du jetzt vor? Hier warten und ein paar Herren in ihre Autos steigen sehen. Namen und Adressen wären nett. Und wo sind die denn her? Vom Parkplatz vor der Intensivstation. Ach so, ja, was macht denn eigentlich der Acrylaquarell? Trocknet mir entschieden zu langsam. Wann darf man dich wieder an Bord begrüßen? Wieso, ich bin auch da. Ach ja? Lang mache ich das der Alter nicht mehr mit. Guten Morgen, Bruno. Morgen, Jan. Danke für deinen Anruf gestern. Ja, war ein bisschen spät, sorry. Schon gut. Das LKA hat Robbie King Bastner direkt schon nach der ersten Sichtung des Bandes auf die Verhandlungsliste gesetzt. Hier ist seine Akte. Bastner ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes unpolitisch. Wie unpolitisch? Ja. Ein Hooligan, der seine zutiefst gestörte Beziehung zu seinen Mitmenschen auf Sportveranstaltungen, Rockkonzerten, Demonstrationen abreagiert. Aha. 6 Vorstrafen wegen Körperverletzung haben ihm bisher 3,5 Jahre Knasterfahrung eingebracht. Und wo ist er jetzt? Seit der Demo untergetaucht.
Aber das geht uns ja nichts an. Oder? Naja, ich weiß nicht. Das habe ich befürchtet. Bitte, Bruno. Einen Tag nur. Gib mir Jenny dazu. Auch das, ne? Hast du wenigstens einen Verdacht? Nee, aber ich spüre da was. Ich weiß nicht genau was, aber... Warum stand Beckershoff alleine vor der Apotheke? Siehst du? Ein Dackel. Moment. Der Kulak-Fall aber wird nicht vernachlässigt, klar? Das soll Holicek machen. Der steht da auch so schräg in Nummern. Wollte ich dich gerade fragen. Ich hab's nicht ausgehalten zu Hause. Und dann bist du wieder in deinem Mädchenzimmer. Angela! Frühstück! Du wirst immer noch nervös, wenn ich allein mit deiner Tochter im Zimmer bin. Was, Horst? Ich war erst bei dir. Wollte sehen, ob es dir gut geht. Als du nicht aufgemacht hast, da habe ich Horst angerufen. Das ist lieb von dir. Er darf nicht sterben. Er wird nicht sterben. Ganz sicher nicht. Du weißt, dass ich immer wieder beschattet werde. Und du kommst hierher, nachdem du eine Bulle fertig gemacht hast. Wenn sie dich hier erwischen, dann packen sie mich genauso in die Eier. Wer hat dir damals in Berlin den Arsch gerettet? Ich. Also, halt die Fresse. In 4 Stunden bin ich im Elsass und du alle Sorgen los. Aber ich weiß... Dein Rührei ist scheiße. Und ein Bauunternehmer. Komm doch besser. Die dritte Autonummer gehört zu dem Mercedes eines Apothekers. Jetzt sagen Sie nicht. Doch, Thomas Wichelhaus. Jetzt wird es langsam seltsam, finden Sie nicht? Finde ich schon, ja. Herr Krüller. Sie sind sicher von einer versteckten Kamera, ne? Nee. Und das kann ich Ihnen auch gerne beweisen, indem ich Sie jetzt mitnehme aufs Polizeipräsidium. Zur Vernehmung. Ja, nee. War ja nur ein Witz, ja? Acrylac. Der Benno hat also Acrylac gesoffen. Hat der Benno. Und können Sie sich vorstellen, warum? Nö. Kein Dunst. Acrylac. Sind Sie da sicher? Warum willst du das denn wissen? Warum willst du mir nicht antworten? Weil ich es für ziemlich seltsam halte, dass hier ein Kollege von der Mordkommission auftaucht und sich nach einem Beamten erkundigt, der bei einer Demonstration schwer verletzt wurde.
Also gut, dann ganz offiziell. Heute Nachmittag um 15 Uhr in meinem Büro. Das ist eine Vorladung. Tschüss. Kommen Sie. Was war das? Eine Vorladung. Das glaub ich jetzt nicht. Dein Bengel wird bei der Demonstration verhaftet, auf der diese Globalisierungsidioten ihren Schwachsinn ablassen und du... Zeigt's, Herr Polizeikommissar. Ich lasse mich nicht von Ihnen beschimpfen. Unser Anliegen ist absolut gerechtfertigt. Und dass gegen eine einseitige Weltordnung demonstriert wird, ist ein demokratisches und ehrenwertes Anliegen. Ach nee, noch eine. Ja und? Wollen Sie mir das Recht absprechen, als Bürger dieses Landes an einer genehmigten Demonstration meine Meinung kundzutun? Merken Sie sich eins, Herr Polizeikommissar, ich bin kein Idiot und meine politische Meinung ist kein Schwachsinn. Aha. Und das auf Ihrer tollen Demonstration. Ein Kollege schwer verletzt wurde. Das stört sie wohl gar nicht. Deswegen sind wir hier. Wovon Sie aber offensichtlich nicht begeistert sind, Sie Hornochse. Na schön. Komm mal mit. Ihre Mutter hat gar keinen Hund, oder? Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Mutter mehr. Umso schlimmer. Na gut, nach Ihnen. Das ist seine Freundin. Wie war der Nachname? Meerbaum. Kennen Sie Meerbaum weltweit nicht? Die Handelsgesellschaft? Nee. Seit wann sind die zwei zusammen? Keine Ahnung. Wer könnte mir da weiterhelfen? Vermutlich Thorstens Ex. Die Polizeiobermeisterin Winterhagen. Wo finden wir die Kollegin? Chef, wir haben Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Jetzt nicht!
Hallo, Eddie. Auch ein? Mhm. Eckershoff ist vor einer Stunde gestorben. Was gibt's Neues im Acryllack-Fall? Einen frustrierten, abgeschobenen Eduard Holitschek, wenn du es genau wissen willst. Und nicht schon wieder diese Nummer. Nummer? Sobald du nicht ganz vorne dran bist, flippst du aus. Du machst es dir zu leicht, Jan Castorf. Entschieden zu leicht. Ich halte nur wenig davon, wenn du hier wegen deinem Sohn Sondernummern fährst und andere deine Arbeiten machen lässt. Das ist nicht wegen Daniel. Deswegen dann? Da ist was nicht ganz koscher, Eddie. Der Apotheker, der... Ach. Und das hättet ihr genauso überprüft, wenn Daniel bei der Demonstration nicht verhaftet worden wäre? Verarschen kann ich mich allein. Ja, der hat recht, oder? Eddie! Eddie, warte mal! Eddie! Hey! Nobel, Nobel. Deswegen also der Mietkostenzuschuss. Mietkostenzuschuss? Die Meerbaum hat ihm laut seinen Kontoauszügen jeden Monat 1000 Euro Mietkostenzuschuss überwiesen. Hättest du auch gern, nicht? Kommt darauf an, was ich dafür tun müsste. Na, die Frau möchte ich kennenlernen. Verstehst du jetzt, was wir mit nicht ganz koscher meinen? Naja, also. Gut, der Apotheker, vor dessen Geschäft Beckershoff umgebracht wurde, kannte die Freundin des Getöteten. Ja, und Beckershoff selber stand gegen alle Gepflogenheit während seines Einsatzes allein vor der Apotheke. Und die Meerbaum, das ist ja nicht zu übersehen, hat ihn sich was kosten lassen. Aber nicht ganz koscher. Das finde ich jetzt doch etwas übertrieben. Einer von uns muss zur Handelsgesellschaft fahren und schauen, dass da nicht alles drunter und drüber geht. Zumindest ist so lange Angel noch angeschlagen ist. Ja, aber macht es nicht raus? Ach, der blickt das alles nicht mehr. Angela hat ihn auch von allem ferngehalten, seitdem sie mit diesem Kerl zusammen war. Und nicht nur ihn. Ich begreife das bis heute nicht, als wären wir von der Müllabfuhr. Tja, gegen diesen strahlenden Prinzen hatten wir sakko-tragenden Vorstadt-Cowboys halt keine Chance. Sakko-tragenden Vorstadt-Cowboys. Ich schwöre euch, das hat er ja damals im Mund gelegt. Na klar. Ach übrigens, es gibt einen Polizisten von der Mordkommission, der dumme Fragen stellt. Mordkommission? Wie heißt denn der Mann? Castorf. Ich habe mir seine Personalakte schon kommen lassen. Stimmt. Das ist der Wagen des Toten. Was sagten Sie nochmal, ist der Vater von Beckershoff vom Beruf? Sachbearbeiter bei der Hochbahn. Also was konnte dieser Beckershoff, was ich nicht kann? Das will ich jetzt nicht näher ausführen. Zumal Damen anwesend sind. Sagen Sie mal, Jenny, könnte sie ihm hörig gewesen sein? Wieso fragen Sie mich das? Naja, weil sie eine Frau sind und ich dachte... Trotzdem kenne ich mich mit sowas nicht aus, Chef. Ja. Kern? Bruno, Klaus hier. Du wolltest doch wissen, wenn wir was Neues über den Bastner haben. Ja. Und? Du stell dir vor, die Kollegen aus Baden-Württemberg haben ihn vor 2 Stunden in Karlsruhe festgenommen. Er ist auf dem Weg nach Hamburg. Wo genau bringt ihr ihn hin? Direkt ins Präsidium. Das BKA wartet dort schon auf ihn. Danke, Klaus. Wo ist Monika von mir? Mach ich. Tschüssikowski. Ja?
So wie die Polizeiobermeisterin Fortuna Winterhagen. Sind Sie hier ein? Moin, moin, alle Protestkontrolle, bitte. Machen Sie bitte. Danke. Gute Fahrt. Sie da? Der Kriminaloberkommissar Holitschek. Stimmt. Und woher kennen wir uns? Sie kennen mich nicht. Aber es gibt ja wohl in ganz Hamburg keinen Polizisten, der Sie nicht kennt. Es geht um Thorsten. Sie waren mal mit Thorsten Beckershoff befreundet. Er ist der Vater meines Kindes, ja. Und Sie wissen inzwischen, dass er seinen Verletzungen erlegen ist. Kein Grund für Sie zu trauern? Darüber sollten wir ausführlich reden. Frau Meerbaum, einen Moment bitte. Warten Sie. Was wollen Sie? Ich bin nicht zum Spaß hier. Das hoffe ich. Für mich ist der Tod Ihres Freundes noch nicht eindeutig geklärt. Das glaube ich Ihnen, wo der Ihr Sohn auch auf der Demo randaliert hat. Vielleicht war er es ja. Ich sage Ihnen, lassen Sie mich in Ruhe und lassen Sie seine Familie in Ruhe. Ansonsten werde ich dafür sorgen, dass man Sie nicht mehr in Ruhe lässt. Ach ja? Ja. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch. Ihr Sohn heißt Daniel, nicht wahr? Und Ihr guter Freund heißt Pfeiffer, nicht wahr? Da dürfen Sie nicht parken, Fräulein. Irren Sie sich, Männlein. Bin gleich wieder da. Geschäftsfrau Meerbaum, mit all ihrem Geld und den so wichtigen Kontakten. Und mein Sohn und ich waren plötzlich ohnmächtig. Das heißt, Beckershoff hat Sie sitzen lassen? Sozusagen. Und wann war das? Vor knapp 2 Jahren. Herr Pfeiffer, der Herr Krassdorf wäre jetzt da. So, es ging aber schnell. Tag, Herr Schatzer. Tag, Herr Kassel. Kaffee? Nein, danke. Ein paar klare Worte wären mir lieber. Klare Worte sollten Taten immer vorausgehen. Das sehe ich auch so. Und haben Sie seitdem zu ihm nochmal Kontakt gehabt? Ungefähr ein halbes Dutzend Mal. Für ihn allerdings eine rein sexuelle Sache. Sie meinen, Sie... Er hat mit Ihnen geschlafen. Nur das erste Jahr noch. Ich dachte, vielleicht kann ich näher zurückkommen. Für seinen Sohn. Aber für ihn war es wohl nur... Nein. Beckershoff hat also Angela Meerbaum mit Ihnen betrogen. Nicht nur mit mir, Herr Holitschek. Sind Sie eigentlich immer so forsch am Telefon? Nur, wenn man mir mit guten Beziehungen droht. Verständlich. Also, geht es um Angela Meerbaum und ihren getöteten Freund oder um das Strafverfahren gegen ihren Sohn? Wissen Sie, was ich mich frage? Ich frage mich, warum das Thema immer auf die angeblichen Vergehen meines Sohnes kommt, wenn ich im Fall Beckershoff recherchiere. Das bilden Sie sich sicher nur ein, Herr Kastorf. Schön, jetzt ist die Sonne heraus.
Die können warten. Thorsten war sehr charmant. Hatte gute Manieren. Immer gepflegte Hände. Aber er hatte kein Herz. Oha. Und ist es aus Ihnen nicht auch Angela Meerbaum aufgefallen? Nee, die nicht. Die steckte da emotional viel zu tief drin. Aber ihren Vater. Ach ja? Thorsten hat mir mal erzählt, dass der alte Meerbaum seine Tochter für ihn gewarnt haben soll. Aber ohne Erfolg, nehme ich an. Wissen Sie, was Freundschaft ist, Herr Castorf? Ich meine nicht solche betriebsbedingten Zeitverschwendungen wie Seilschaften, Sportgrüppchen oder Saunagemeinschaften. Ich meine tiefe, gewachsene Freundschaft. Schwierig zu finden. Tja. Ein Glück für jeden, der sie hat. Wir sind 4 Nachbarskinder. Thomas, Michael, Angela und ich. Sehen Sie, es sind und bleiben besondere Beziehungen, wenn man wie wir miteinander freundschaftlich groß geworden ist. Ich verstehe. Einer für alle, alle für einen. Das war eines unserer Lieblingsspiele. Oh, es tut mir leid. Ich habe eine Sitzung. Ich hoffe, Sie können jetzt Angelas Reaktion ein wenig besser verstehen und nehmen diese nicht zu ernst. Kannten Sie Ihren Freund, diesen Thorsten Beckersdorf? Wir haben uns kurz kennengelernt. Kurz? Ja, kurz. Er war irgendwie nicht meine Welt. Sie entschuldigen mich. Sie war ihm verfallen, oder? Wie kommen Sie denn darauf? Ich mache das. Hast vergessen? Ja. Aber nicht bei Ihnen. Ich suche den Kollegen, dem ich gestern im Eifer des Gefechts eine verpasst habe. Merz! Kommt gleich. Schenkt Sie Ihr Vater? Das letzte Mal, als mein Vater mich geschickt hat. Da war ich 10. Zum Brötchen holen. Ja, der Knabe hier will was von dir. Ich wollte mich entschuldigen. Es tut mir leid. Hat doch nichts mit meinem Alten zu tun. Es kommt vom Herzen. Okay. Als Wiedergutmachung. Cool. Aber die darf ich leider nicht annehmen. Ausnahmsweise darfst du. Käffchen, Herr Castorf? Da sage ich nicht nein. Ich stelle mir ein junges Mädchen aus gutem Hause vor. Alles ist da. Mama, Papa, Geld. Ach nee, Mama ja nicht, oder? Ihre Mutter starb, als sie 3 Jahre alt war. Aha. Also wächst sie allein bei ihrem Vater auf, der alles wieder gut machen will, der sie verwöhnt und der ihr vermutlich ab ihrer Pubertät nicht mehr gewachsen ist. Liege ich da völlig falsch? Und auch sonst ist sie eigentlich niemand so richtig gewachsen. Sie ist eine starke Persönlichkeit und daran gewöhnt, dass man macht, was sie will. Eine richtige Prinzessin. Und dann tritt plötzlich ein Mann in ihr Leben. Der ihr in den Hintern tritt. Ja, Herr Castorf, die alte, immer wiederkehrende Geschichte. Erzählen Sie sie mir zu Ende. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Angela fand ihn interessant. Er gab vor, dass sie ihm eher gleichgültig ist. Und damit hatte er durchschlagenden Erfolg. Das war's. Das war was? Ihre Hörigkeit? Das Wort Hörigkeit ist so heftig. Er hat sie halt... Ja, was? Geknackt. Angela wollte nicht glauben, dass sie ausgerechnet bei ihm nicht die Prinzessin sein sollte. Und so hat sie sich erst recht ins Zeug gelegt.
Wie ich schon sagte, die älteste Geschichte der Welt. Sie entschuldigen mich. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass der Weg der Demo von den Verantwortlichen der Stadt Hamburg nachträglich geändert worden ist. Ja und? Ja, seht mal. Das hier ist die zuerst genehmigte Route der Demo. Und das da ist die geänderte neue Route, die der Zug dann auch tatsächlich genommen hat. Und was ist das hier? Das hier ist die Wichelhaus-Apotheke. Die Apotheke war also gar nicht von Anfang an auf dem Wegplan der Demo? Nein. Woher habt ihr die Pläne? Freunde von mir arbeitet beim Organisationskomitee von Attac. Ich habe mich wegen der logistischen Kinkerlitz in der Demo angehauen. Geil. Das ist was für die Presse. Nein, das ist was für meinen Vater. Das ist ein Knaller. Das wäre ja wirklich ein dicker Hund. Das heißt also, die Behörde für Inneres hat 3 Tage vor Beginn der Demonstration den Weg geändert. Erst dieser neue Weg führt da an der Wichelhaus-Apotheke vorbei. Richtig. Der Apotheker Wichelhaus hat, nachdem die neue Route bekannt wurde, formal bei der Stadt Hamburg um Bewachung gebeten. Mit welcher Begründung? Betäubungsmittel. Er lagert irgendwelche Suchtstoffe, schrieb er. Ja, und dann hat man Beckershoff vor die Apotheke gestellt. Und zwar allein. Sollt ihr was sagen? Die Sache stinkt. Du hast freie Bahn, Jan. Danke. Ich muss unbedingt mit diesem Robbie King, was weiß ich, reden. Sehe ich auch so. Ich besorge dir Zutritt. Gut. Herr Castorf, da sieht man sich wieder. Sag, Herr Michler. Wollte eigentlich schon bei Ihnen im Büro vorbeischauen. Immer noch beim BKA? Mit der größten Zufriedenheit. Wie geht's Ihrem Sohnemann? Widerstand gegen die Staatsgewalt, richtig? Ja, ja. Was denn da drin? Rede nur Schwachsinn. An dem beißen selbst Sie sich die Zähne aus. Oha, Nachschub. Ist die erste Riege schon durch? Nee. Die kommt hier gerade. Sie waren es nicht. Ich vermute, die 2 anderen Vermummten sind die Täter. Aber mit dieser Meinung stehe ich jetzt ziemlich alleine. Ach ja. Was macht Castorf da? Vielleicht einen autonomen Flüsterer. Sie sind zufällig vorbeigekommen, stimmt's? Die beiden anderen Vermummten. Was waren denn das für Typen? Die 2 Typen habe ich noch nie auf einer Demo zuvor gesehen. Die sprachen Russisch miteinander. Russisch? Da. Und? Was hat er Ihnen gesagt?
Eine Pizza Rucola und ein Glas Rotwein. Was? Will er zum Abendessen. Moment mal, ich will wissen, was Sie gesagt haben. Tut mir leid, Herr Winkler, aber das ist kein Fall fürs BKA, sondern für die Hamburger Mordkommission. Dann kooperieren Sie. Na gut. Aber dann könnten Sie und Ihre Leute doch sicherlich auch der Hamburger Mordkommission ein wenig behilflich sein. Gerne. Eine Hand wäscht die andere. Das höre ich gerne. Also wir haben da einen Fall, der uns wirklich... Acryllack? Ja. Der Hans-Jörg Pfeiffer wohnt hier da drüben. Sehen Sie das Haus mit dem Schieferdach? Ja, klar. Und gleich daneben, die etwas ältere Villa. Sehen Sie die? Die mit dem roten Backstein? Ja. Da wohnte der Michael. Michael Lohse, der Bauunternehmer. Richtig. Er hat den Laden von seinem Vater geerbt. Genau wie der Thomas Wichelhaus, die Apotheke von seinem Vater gekriegt hat. Der wohnt da immer noch. Direkt am Wasser. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Also die vier waren öfters hier. Sie haben sich fast jeden Tag hier getroffen. Nach den Schularbeiten. Und da haben die Jungs mal für Angela eine Hütte drauf gebaut. Für Angela? Na klar. Sie war ihre Königin. Im Protokoll Ihrer Vernehmung durch das BKA habe ich gelesen, dass Sie offiziell für den Samstag der Demonstration um einen extra Beamten vor Ihre Apotheke gebeten haben. Warum? Wenn Sie das Protokoll wirklich gelesen haben, dann kennen Sie meine Antwort auf diese Frage. Was soll das Theater? Ich will wissen, ob Sie gelogen haben. Wie war das? Gut, gehen wir aufs Präsidium. Darf ich bitten? Ich warne Sie. Ich kenne Herrn Staatsrat... Pfeiffer, ja. Wissen Sie was? Der pfeift bald aus dem letzten Loch, so wie ich die Lage einschätze. Also, Herr Wichelhaus, ich frage Sie jetzt in diesen heiligen Hallen zum letzten Mal. Warum haben Sie um einen Beamten für Ihre Apotheke gebeten? Ich lagere ja zahlreiche Opiate und Suchtmittel und hatte einfach Angst, dass radikale Demonstranten meine Apotheke stürmen könnten. Es wäre verhängnisvoll gewesen. Und warum, Herr Wichelhaus, versichern Sie in demselben Protokoll, dass Sie und Ihre Verkäuferin just in dem Moment im hinteren Teil der Apotheke waren, als der Demonstrationszug hier draußen vorbeizog? Doch ziemlich verantwortungslos für einen Apotheker, der so um seine Opiate besorgt ist. Habe ich so nicht gesagt. Nein? Da hier. Konnte ich leider den Vorgang um den Polizisten Beckershoff nicht wahrnehmen, weil ich mich mit Frau Hassler zu der Zeit im hinteren Teil der Apotheke befand und Arzneien herstellte. Schon komisch, hm? Dem bleibt auch nichts erspart. Na klar, die Frage bietet sich an. In der Pubertät war Angela zunächst mit Thomas Wichelhaus fast 3 Jahre lang fest befreundet, aber das war mir, naja, da lief nichts wirklich. Inzwischen ist Thomas, glaube ich, sogar homosexuell, wenn er überhaupt was ist. Jedem das seine. Ja, dann kam die Episode Lohse bis zur Oberstufe. Das war schon etwas ernster. Und dann, ja, dann kam Hans-Jörg Pfeiffer.
Ich habe mich eigentlich immer nur gefragt, wen von den dreien wird Angela einmal heiraten? Was war mit Eifersüchteleien? Ich meine, die beiden jeweils anderen müssen doch... Nichts. Darüber habe ich mich auch immer gewundert. Die haben sich ihre Liebe gegenseitig gegönnt. Alles war sehr natürlich. Fast paradiesisch. Und dann kam dieser Polizist. Die Buddhisten unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Die Wirklichkeit ist das, was auf uns einwirkt. Die Wahrheit ist das, was ist. Und wo ist da der Unterschied? Die Wirklichkeit ist nicht immer die Wahrheit, sagen die Buddhisten. Aha. Und was hat diese Theorie mit Thorsten Beckershoff zu tun? Sehr viel. Ich wette. Ja, ja. Muss das sein? Ja, ich komme. Bis gleich. So, Sie gehen ab, hören wir schön geradeaus. Von der linken Seite sehen Sie, ob das Haus, wo Sie rein müssen. Danke. Bitteschön, tschüss. Ach nee, die Dienstzeitdemonstrante. Ich werde gleich wieder pampig. Trinken wir einen Kaffee? Die Auskunft bei mir lieber. Ja, also, ich habe nachgeforscht und bin mir auch sicher, dass der Beckershoff namentlich angefordert wurde. Ganz sicher. Ja. Ludwig, komm doch mal. Sag doch mal der jungen Dame von der Kripo, was dir der Kollege aus dem Innern damals angetragen hat. Ja. Ludwig. Tag. Tag. Ja, der wollte unbedingt, dass wir den Beckershoff vor die Apotheke stellen. Unbedingt. Ja, unbedingt. Sollte ein sehr zuverlässiger Polizist sein. Deswegen der Beckershoff, hat er gesagt. Und war Beckershoff ein besonders zuverlässiger Polizist? Jo. Ja, was jetzt? Naja, also, es gibt zuverlässigere. Irgendwie. Und da habt ihr euch nicht gewundert, irgendwie? Hm. Ihr wollt mich jetzt nicht nerven, oder? Nee. Das ist halt, der Thorsten hat auch diese Freundin, diese schnieke Reiche mit viel Einfluss, diese Angela Birnbaum. Meerbaum. Meerbaum, ja. Ja, also, da haben wir uns halt gedacht, na, guck mal an, der kriegt eine Sonderbehandlung. Der braucht nicht mit rumzulatschen. Und das war ein Raus. Das brauche ich schriftlich. Und dann brauche ich noch den Namen von dem Kollegen aus der Behörde für Inneres. Den habe ich jetzt nicht mehr parat. Wie bitte? Ich kann mir noch nicht alle Namen merken. Über so eine Dienstanweisung macht man sich doch eine Aktennotiz. Eben nicht, Mädchen. Eben nicht. Chadomin. Er war ein attraktiver Mann. Schöne Hände und Augen. Er betrachtete sie mit den herzlosen Augen eines über alles Geliebten. Canetti bei einer Leiche. Etwas seltsam, findest du nicht? Du liest auch Canetti? Wird wirklich Zeit, dass wir zusammen essen gehen. Beckershoff starb durch einen schweren Schädelbruch. Hier. Faustschlag nehme ich an. Für so eine Verletzung brauchst du mindestens eine Eisenstange. Es war keine Eisenstange im Spiel. Ich weiß. Komm mit. Was macht eigentlich der Acryllackfall? Den übernimmt das BKA. Das BKA? Was haben die denn damit zu tun? Eigentlich nichts. Ich habe mir das Band natürlich genau angeschaut und weiß, dass da keine Eisenstange im Spiel war. Schau mal. Da muss es passiert sein, wenn du mich fragst. Er ist mit dem Kopf nach hinten, vor, da ist er vorgeknallt.
nach Bastners Tritt. Ich dachte, ich sag's dir, bevor ich meinen Bericht im BKA gebe. Verstehe. Da bin ich. Mensch, die haben mich vorgeladen ins Präsidium. Was hat das zu bedeuten? Wann sollst du da sein? Heute 16 Uhr. Da war einer vom BKA, so ein Müller oder sowas. Müller? Ja, genau. Ich soll nachher ins Büro von diesem Kastorf kommen. Was? Soll ich dich begleiten? Nein, danke. Papa kommt mit. Gut, Gela. Bis gleich. Leg dich nicht auf. Doch. Tja, wie die Sache jetzt aussieht, sitzt der Verantwortliche für den Tod von Beckershoff bereits. Dieser Robbie King Bastner. Das stimmt nicht. Wenn die beiden anderen nicht auf ihn eingedroschen hätten. Polizek hat recht, Jenny. Juristisch ist der Fall klar. Wenn Patricia mit ihren Untersuchungen recht hat. Ich würde darauf wetten, dass es so gelaufen ist. Na dann, blasen wir mal Entwarnung. Kern wird sich freuen. Hier bläst niemand irgendwas, Eddie. Pass mal auf. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Was regst du dich so auf? Was ich mich so aufrege, weil das alles hier passiert ist. Hier direkt vor meiner Apotheke, verstehst du? Die Bullen kommen zu mir. Mir stellen sie Fragen, nicht dir. Wie stehe ich denn da? Wie ein Idiot stehe ich da? Wenn ich mich jedes Mal so aufregen würde, wenn die Bullen bei mir auf der Baustelle auftauchen. Ja, für dich ist es vielleicht nicht schlimm, aber für mich schon. Ich habe was zu verlieren, im Gegensatz zu dir. Sag mal, was schlimm ist. Und hör auf, so blöde rumzurennen. Das BKA will Angela vernehmen. Scheiße. Wir müssen jetzt sehr, sehr aufmerksam sein. Ich will wissen, was da im Vorfeld alles passiert ist. Ich will die Wahrheit wissen. Egal, durch wen Beckershoff starb. Also, wir legen uns mit Pfeiffer und Konsorten an, obwohl inzwischen klar ist, dass Beckershoff durch Bastner ums Leben gekommen ist? Ja, genau. Das wird nicht hinhauen, Chef. Wenn Müchler das Obduktionsergebnis hat, kommt der Fall zu den Akten. Nein, es gibt zu viele offene Fragen. Wer sind die beiden anderen Vermummten? Warum sprachen sie Russisch miteinander? Wieso wurde Beckershoff vor eben dieser Apotheke passiert? Allein. Jenny hat recht. Das interessiert dann alles keine Sau mehr. Die haben ihren Schuldigen. Und über den Rest breitet Pfeiffer sein Mäntelchen des Schweigens. Aber das findest du richtig, oder was? Das ist eine andere Frage. Haben wir denn überhaupt eine Chance? Diese Bande mit ihren Beziehungen hat es immerhin geschafft, einen Polizisten ihrer Wahl für eine von ihnen bestimmte Zeit vor ein von ihnen bestimmtes Gebäude zu postieren, um ihn dort unter den Augen der Öffentlichkeit von Schlägern, die sie selbst bestellt haben, fertig machen zu lassen. Na, was glaubst du, was die mit Daniel anstellen können, wenn wir versuchen, mit einem schon geklärten Totschlag den noch ans Bein zu pinkeln? Lass endlich Daniel aus der Sache raus, der ist eine ganz andere Nummer. Das sehen diese drei ganz bestimmt nicht so, Jan. Dein Sohn sitzt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt im Glashaus. Und deswegen sollten wir hier nicht mit Steinen werfen. Zumal es definitiv nicht mehr unser Fall zu sein scheint. Ich habe seit heute früh Migräne. Ich schreibe heute sicher keinen Bericht mehr. Danke, Patricia. Ich bin mir allerdings sicher, dass ich morgen früh wieder fit bin. Dann nichts wie los. Deine Migräne kann seinen Sohn den Hals kosten. Das ist dir hoffentlich klar. Ich weiß besser als du, wie Leute ohne Hals aussehen. Eddie. So, es geht los. Na denn? Kaffee? Extra stark, bitte. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und ich erst. Eure Technik ist eingetroffen?
So wie Sie es bestellt haben, Herr Castorf. Na denn? Was meint dieser Kommissar mit interessanten Neuigkeiten? Das werden wir uns in Ruhe anhören. Zimmer 15. Hallo, Frau Meerbaum. Hallo. Sie dürfen gerne hier im Gang Platz nehmen. Ich würde lieber mit reinkommen. Das geht leider nicht. Ist hier Wiener Ballettschule. Die Papis müssen draußen warten. Ich bin gleich wieder zurück. Mach dir keine Sorgen. Herr Kriminaloberkommissar Unschick, Herr Kriminalrat Kern, Herr Kriminaloberrat Müchler. Bitte nehmen Sie Platz. Genau, der Fall Beckershoff. Ich hätte da gerne einmal Akteneinsicht. Lässt sich das machen? Den gesamten Vorgang? Richtig. Wie ich hörte, ermittelt jetzt auch die Hamburger Mordkommission in diesem Fall. Das hörte ich auch, Herr Staatsrat. Ach, mehr wissen Sie nicht? Mir liegt hier außer einigen Anträgen nichts Schriftliches vor. Schade. Aber die Ihnen vorliegenden Unterlagen können Sie mir sicher mal zukommen lassen, nicht wahr? Ich muss mich ja irgendwie auf meine Pressetermine vorbereiten. Selbstverständlich, Herr Staatsrat. Danke. Herr Oberstaatsanwalt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Staatsrat. Moment! Nein, nein, nein! Das glaube ich nicht! Das glaube ich nicht! Das sind doch alles Unterstellungen. Das sind keine Unterstellungen, Frau Meerbaum. Das sind Fakten. Aber Sie können doch nicht einfach meine Freunde... Jetzt halten Sie einfach mal Ihre Klappe, Ihre Verwöhnte! Es ist wirklich Ihr Problem, wenn Sie den Realität nicht ins Auge schauen wollen. Aber erwarten Sie bitte nicht von der Polizei, dass sie genauso blauäugig ist. Warum sprechen Sie so mit mir? So hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Da habe ich aber was anderes gehört. Tja, jetzt ist der Köder ausgelegt. Das kann man wohl sagen. Was gibt's denn Schönes? Riecht irgendwie nach Ei. Das ist ein Omelett. Aber ist das weiß? Brauchst du nicht zu essen. Herzlichen Dank. Es gibt schlechte Nachrichten, Daniel. Und ich habe eine gute. Ja? Dann fang du an. Ich war auf dem Polizeirevier und habe mich bei dem Bull, bei dem Polizisten entschuldigt, dem ich auf der Demo eine mitgegeben habe. Wirklich? Das freut mich, das finde ich super. Freu dich nicht zu früh. Ich habe ihm deine Bowling for Columbine DVD geschenkt. Was, wie meine neue? Naja, ich habe nichts anderes gefunden. Hauptsache, du nimmst nicht unsere Kloschüssel mit, wenn du dich das nächste Mal irgendwo entschuldigen willst. Ehrenwort. Und jetzt zu deiner schlechten Nachricht. Ist was mit Mom? Judith, geht's gut. Ist ja wirklich Ei. Haha. Nun sag, was ist los?
Das war Robbie King Bastners Tritt, der den jungen Polizisten tötete. Ist nicht wahr, oder? Die Pathologin ist sich sicher. Trotzdem war es gut, dass du auf dieser Demo warst. Ach ja? Ja. Weil du... Castorf. Ja? Ich mach mich sofort auf den Weg. Habt ihr Müchler informiert? Das hätte ich nie gedacht, dass sie so schnell reagiert. So eine Scheiße. Glaubst du, was der Polizist erzählt hat? Die Buddhisten, so habe ich von ihnen gehört, unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Die Wirklichkeit, sagen sie, ist das, was wir wahrnehmen, was auf uns einwirkt. Die Wirklichkeit muss allerdings nicht immer auch die Wahrheit sein. Es ist nicht leicht. Aber wir sollten immer die Wahrheit suchen. Und nicht die Wirklichkeit, ja. Es tut so weh. Hey. Was will sie denn? Gerade hier? Sie war bei der Polizei. Vermutlich hat sie da... Vorsicht, Vorsicht. Was ist? Schaust du uns so an? Die Wahrheit. Ich will die Wahrheit wissen. Was für eine Wahrheit. Was ihr mit ihm gemacht habt. Angela. Was meinst du? Thomas. Nicht mehr lügen jetzt. Du darfst mich jetzt nicht mehr anlügen. War das, was vor der Apotheke passiert ist? War das alles geplant? Also mir wird das echt zu blöd. Bleib stehen! Hast du dafür gesorgt, dass die Route der Demonstration verlegt wurde? Hast du das? Ob du dafür gesorgt hast? Ja, das habe ich, Angela. Und ich habe auch höchstpersönlich dafür gesorgt, dass dieser Wichser vor der Apotheke steht. Und ich habe über meine Firma in Moskau zwei Spezialisten besorgt, die ihm als Autonome getarnt eine Abreibung verpassen sollten. Wieso? Wieso? Weil er dich benutzt hat, Angela. Er hat dich benutzt, betrogen, ausgenommen. Ein neues Auto, eine schicke Wohnung, Kontakte. Mehr warst du nicht, Angela. Das ist doch nicht wahr. Er hat mich geliebt. Nein, leider. Wir haben ihm auf die Finger geschaut. Ihr habt was? Wir sind ihm 8 Tage lang nachgefahren. In dieser Zeit hat er mit 2 anderen Frauen geschlafen. Eine davon war noch nicht mal 18. Ein Arschloch. Vergiss ihn. Du wolltest die Wahrheit wissen. Lose und ich, wir waren bei ihm.
Wir haben ihn gebeten, dich fair zu behandeln, dich nicht weiter zu quälen. Der hat sie nur ausgelacht, dieser... Er hat mich nicht betrogen. Doch. Angela, er war ein Wichser. Ein berechnender kleiner Wichser, der genau wusste, wie sehr er dich in der Hand hat. Und deswegen haben wir beschlossen, nur eine Abreibung zu verpassen. Wir haben ihn gewarnt. Ausdrücklich. Aber er war halt Polizist. Fühlte sich sehr sicher. Und kann man eben nicht so einfach... draufschlagen, ja? Genau. Tja, da muss man sich dann was einfallen lassen, ne? In den Knast gehen will man ja nicht wegen so einem Wichser. Ihr habt ihn umgebracht. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Das war doch keine Absicht. Für wen hältst du uns? Diese russischen Idioten sollten ihn nur vermöbeln, nicht töten. Das waren Profis. Mein Gott, die haben es übertrieben. Nein, haben sie nicht. Guten Abend. Thorsten Beckershoff starb durch den Tritt eines zufällig vorbeilaufenden Krawallheinis. Nicht durch ihre Profis, Herr Lohse. Und wenn mein Sohn bei dieser Demonstration nicht zufällig negativ aufgefallen wäre, hätten Sie die Wahrheit über Ihren Freund Thorsten und dessen Tod wohl nie erfahren. Sie werden vermutlich etwas länger darüber nachdenken müssen, ob Sie ihm dafür dankbar sind oder nicht. Sie sind hiermit wegen Anstiftung zur Körperverletzung vorläufig festgenommen. Wollte eigentlich schon bei Ihnen im Büro vorbeischauen. Immer noch beim BKA? Mit der größten Zufriedenheit. Wie geht's Ihrem Sohnemann? Widerstand gegen die Staatsgewalt, richtig? Ja, ja. Was denn da drin? Rede nur Schwachsinn. An dem beißen selbst Sie sich die Zähne aus. Oha, Nachschub. Ist die erste Riege schon durch? Nee. Die kommt hier gerade. Sie waren es nicht. Ich vermute, die zwei anderen Vermummten sind die Täter. Aber mit dieser Meinung stehe ich jetzt ziemlich alleine. Ach ja. Was macht Kastorf da? Vielleicht einen autonomen Flüsterer. Sie sind zufällig vorbeigekommen, stimmt's? Die beiden anderen Vermummten. Was waren denn das für Typen? Die zwei Typen habe ich noch nie auf einer Demo zuvor gesehen. Die sprachen Russisch miteinander. Russisch? Da. Und? Was hat er Ihnen gesagt? Eine Pizza Rucola und ein Glas Rotwein. Was? Will er zum Abendessen? Moment mal, ich will wissen, was er Ihnen gesagt hat. Tut mir leid, Herr Büchler, aber das ist kein Fall fürs BKA, sondern für die Hamburger Mordkommission. Dann kooperieren Sie. Na gut, aber dann könnten Sie und Ihre Leute doch sicherlich auch der Hamburger Mordkommission ein wenig behilflich sein. Gerne. Eine Hand wäscht die andere. Das höre ich gerne. Also wir haben da einen Fall, der uns wirklich genau. Acryllack? Ja.
Der Hansjörg. Thorsten Beckershoff. Den Namen schon mal gehört? Das ist ein junger Kollege aus meiner Mannschaft. Den paar dieser Scheißkerle vor knapp 2 Stunden den Schädel eingetreten haben. Noch Fragen, Herr Hauptkommissar? Dann entschuldigen mich bitte. Party, ja? Los raus. Und ein bisschen flott. Allerdings. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch. Guten Tag, Herr Oberstaatsanwalt. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Ihr Gewächs, wie ich hörte? So in etwa. Na bravo. Gehe ich recht in der Annahme, dass es Ihnen diesmal mit der Ausstellung eines Haftbefehls nicht so eilig ist wie sonst? Alles zu seiner Zeit, Herr Oberstaatsanwalt. Schönen Tag noch. Wo ist das Vernehmungszimmer? Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt. Danke. Morgen in der Zeitung steht, wieder böse Demonstranten kloppen auf die Polizei ein. Aber hiervon steht nichts drin. Lass dir doch einrahmen, Kämpfer. Genau wie dein ersten Knutschfleck. Bei dieser Demonstration von Globalisierungskritikern kam es dann so gegen 14 Uhr am Dammtor zu Ausschreitungen. Und da musste ein Daniel sich einer routinemäßigen Personenüberprüfung gewaltsam widersetzt haben. Gewaltsam? Das heißt, er hat einen Beamten kräftig vor den Brustkorb gehauen. Spinnt denn der? Und ich habe ihm noch gesagt, halt dich von Randale fern, wenn du da schon unbedingt mitmachen musst. Und sowas rutschte schnell rein. Es gab viele Festnahmen bei den Demonstranten. Entzückend. Und jetzt das wirklich Entzückende. Ein Kollege von uns ist von einer Gruppe Vermummter in einer kleinen Seitenstraße überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Wie brutal? Der junge Kerl liegt mit schweren Schädelverletzungen im Koma. Ich könnte kotzen. Das ist allerdings sehr übel. Genau.
Glück, dass du da bist. Und? Er kämpft. Ja, dann hol doch deinen Anwalt! Kennst du schon das Neueste? Na, ich hab so einen Hals! Echt, ja! Und dann aus dem Weg gehen! Die Zeit ist um, Herr Hauptkommissar. Ja, danke. Was geht denn hier vor? Wo ist Angela? Schon vorgegangen. Sind die Eltern von Beckershoff auch da? Angela sagte nein. Na, immerhin. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee war, Angela hierher zu folgen. Da kannst du recht haben. Gehen wir. Was machen Sie hier? Wie können Sie sowas zulassen? Wie ich Ihnen schon sagte, der Herr ist von der Kripo und außerdem... Ach, und was soll das hier sein? Ein abschreckendes Beispiel für missratene Jugendliche, oder was? Das sind keine missratenen Jugendlichen. Wissen Sie was? Das da, ja? Das ist ein Mensch. Ein Mensch, der um sein Leben ringt. Und Sie glotzen ihn an wie ein Zoo. Sie sollten lieber zusehen, dass Sie die Typen zu fassen kriegen, die ihn so zugerichtet haben, finden Sie nicht? Wissen Sie, das tut uns wirklich sehr leid. Gehen Sie. Was glotzen Sie denn so? Gehen Sie! Schon gut. Wir gehen. Wieso ich? Weil du das genauso vorgeschlagen hast, oder? Was soll ich denn sonst sagen? Vielleicht bitte fahr allein zu deinem Guru, liebe Angela. Bist du laut? Warum wollte Angela denn, dass wir herkommen? Sie braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Mehr ist das nicht. Dein Wort in Gottes Ohr. Jetzt halte doch irgendwie mal die Schnauze, verdammt. Geht schon mal vor. Alles klar. Sie ist allein. Oh oh, der sieht wirklich ziemlich übel aus. Ja, und jetzt? Wir warten. Sichtlich nicht begeistert sind Sie, Hornochse. Na schön, komm mal mit. Ihre Mutter hat gar keinen Hund, oder? Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Mutter mehr. Umso schlimmer. Na gut, nach Ihnen. Thank you.
Ja, das ist seine Freundin. Wie war der Nachname? Meerbaum. Kennen Sie Meerbaum weltweit nicht? Die Handelsgesellschaft? Seit wann sind die zwei zusammen? Keine Ahnung. Wer könnte mir da weiterhelfen? Vermutlich Thorstens Ex, die Polizeiobermeisterin Winterhagen. Wo finden wir die Kollegin? Chef, wir haben Neuigkeiten aus dem Krankenhaus. Es ist eindeutig der gesuchte Robbie King Waschner. Gut ab. Und? Was hat er Ihnen gesagt? Eine Pizza Rucola und ein Glas Rotwein. Was? Will er zum Abendessen. Moment mal, ich will wissen, was er Ihnen gesagt hat. Tut mir leid, Herr Bückel, aber das ist kein Fall fürs BKA, sondern für die Hamburger Mordkommission. Dann kooperieren Sie. Na gut. Aber dann könnten Sie und Ihre Leute doch sicherlich auch der Hamburger Mordkommission ein wenig behilflich sein. Gerne. Eine Hand wäscht die andere. Das höre ich gerne. Also wir haben da einen Fall, der uns wirklich kümmert. Acryllack? Ja. Der Hans-Jörg Pfeiffer wohnt hier da drüben. Sehen Sie das Haus mit dem Schieferdach? Ja, klar. Und gleich daneben. Die etwas ältere Villa. Sehen Sie die? Die mit dem roten Backstein? Ja. Da wohnte der Michael. Michael Lohse, der Bauunternehmer. Richtig. Er hat den Laden von seinem Vater geerbt. Genau wie der Thomas-Michel-Haus, die Apotheke von seinem Vater gekriegt hat. Da wohnt er immer noch. Direkt am Wasser. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Also die vier waren öfters hier. Sie haben sich fast jeden Tag hier getroffen. Nach den Schularbeiten. Und da haben die Jungs mal für Angela eine Hütte drauf gebaut. Für Angela? Na klar. Sie war ihre Königin. Im Protokoll Ihrer Vernehmung durch das BKA habe ich gelesen, dass Sie offiziell für den Samstag der Demonstration um einen extra Beamten vor Ihrer Apotheke gebeten haben. Warum? Wenn Sie das Protokoll wirklich gelesen haben, dann kennen Sie meine Antwort auf diese Frage. Was soll das Theater? Ich will wissen, ob Sie gelogen haben. Wie war das? Gut, gehen wir aufs Präsidium. Darf ich bitten? Ich warne Sie. Ich kenne Herrn Staatsrat... Pfeiffer, ja. Wissen Sie was? Der pfeift bald aus dem letzten Loch, so wie ich die Lage einschätze. Also, Herr Wichelhaus, ich frage Sie jetzt in diesen heiligen Hallen zum letzten Mal. Warum haben Sie um einen Beamten für Ihre Apotheke gebeten? Angela fand ihn interessant. Er gab vor, dass sie ihm eher gleichgültig ist. Und damit hat er durchschlagenden Erfolg. Das war's. Das war was? Ihre Hörigkeit? Das Wort Hörigkeit ist so heftig. Er hat sie halt... Ja, was? Geknackt.
Angela wollte nicht glauben, dass sie ausgerechnet bei ihm nicht die Prinzessin sein sollte. Und so hat sie sich erst recht ins Zeug gelegt. Wie ich schon sagte, die älteste Geschichte der Welt. Sie entschuldigen mich. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass der Weg der Demo von den Verantwortlichen der Stadt Hamburg nachträglich geändert worden ist. Ja und? Ja, seht mal. Das hier ist die zuerst genehmigte Route der Demo. Und das da ist die geänderte neue Route, die der Zug dann auch tatsächlich genommen hat. Und was ist das hier? Das hier ist die Wichelhaus-Apotheke. Die Apotheke war also gar nicht von Anfang an auf dem Wegplan der Demo? Nein. Woher habt ihr die Pläne? Freunde von mir arbeitet beim Organisationskomitee von Attac. Ich habe mich wegen der logistischen Kinkerlitz in der Demo angehauen. Geil. Das ist was für die Presse. Nein, das ist was für meinen Vater. Das ist ein Knaller. Das wäre ja wirklich ein dicker Hund. Das heißt also, die Behörde für Inneres hat 3 Tage vor Beginn der Demonstration den Weg geändert. Erst dieser neue Weg führt da an der Wichelhaus-Apotheke vorbei. Richtig. Der Apotheker Wichelhaus hat, nachdem die neue Route bekannt wurde, formal bei der Stadt Hamburg um Bewachung gebeten. Mit welcher Begründung? Betäubungsmittel. Er lagert irgendwelche Suchtstoffe, schrieb er. Ja, und dann hat man Beckershoff vor die Apotheke gestellt. Und zwar allein. Soll ich dir was sagen? Die Sache stinkt. Du hast freie Bahn, Jan. Danke. Ich muss unbedingt mit diesem Robbie King... Die Meerbaum hat ihm laut seinen Kontoauszügen jeden Monat 1.000 Euro Mietkostenzuschuss überwiesen. Hättest du auch gern, nicht? Kommt darauf an, was ich dafür tun müsste. Na, die Frau möchte ich kennenlernen. Verstehst du jetzt, was wir mit nicht ganz koscher meinen? Naja, also... Gut, der Apotheker, vor dessen Geschäft Beckershoff umgebracht wurde, kannte die Freundin des Getöteten. Ja, und Beckershoff selber stand gegen alle Gepflogenheit während seines Einsatzes allein vor der Apotheke. Und die Meerbaum, das ist ja nicht zu übersehen, hat ihn sich was kosten lassen. Aber nicht ganz koscher. Das finde ich jetzt doch etwas übertrieben. Einer von uns muss zur Handelsgesellschaft fahren und schauen, dass da nicht alles drunter und drüber geht. Zumindest solange Angela noch angeschlagen ist. Ja, aber macht es nicht aus? Ach, der blickt das doch alles nicht mehr. Angela hat ihn auch von allem ferngehalten, seitdem sie mit diesem Kerl zusammen war. Und nicht nur ihn. Ich begreife das bis heute nicht, als wäre mir von der Müllabfuhr. Tja, gegen diesen strahlenden Prinzen hatten wir Sakko-tragenden Vorstadt-Cowboys halt keine Chance. Sakko-tragende Vorstadt-Cowboys. Ich schwöre, das hat er ja damals im Mund gelegt. Na klar. Ach übrigens, es gibt einen Polizisten von der Mordkommission, der dumme Fragen stellt. Mordkommission? Wie heißt denn der Mann? Kastorf. Ich habe mir seine Personalakte schon kommen lassen. Stimmt, es ist der Wagen des Toten. Was sagten Sie nochmal, ist der Vater von Beckershoff vom Beruf? Sachbearbeiter bei der Hochbahn. Also was konnte dieser Beckershoff, was ich nicht kann? Das will ich jetzt nicht näher ausführen. Zumal Damen anwesend sind. Sagen Sie mal, Jenny, könnte sie ihm hörig gewesen sein? Wieso fragen Sie mich das? Naja, weil Sie eine Frau sind und ich dachte...
Trotzdem kenne ich mich mit sowas nicht aus, Chef. Kern? Bruno, Klaus hier. Du wolltest doch wissen, wenn wir was Neues über den Bastner haben. Ja. Und? Du stell dir vor, die Kollegen aus Baden-Württemberg haben ihn vor 2 Stunden in Karlsruhe festgenommen. Er ist auf dem Weg nach Hamburg. Wo genau bringt ihr ihn hin? Sag, was ist los? Das war Robbie King Bastners Tritt, der den jungen Polizisten tötete. Ist nicht wahr, oder? Die Pathologin ist sich sicher. Trotzdem war es gut, dass du auf dieser Demo warst. Ach ja? Ja. Weil du... Castorf. Ja? Ich mach mich sofort auf den Weg. Habt ihr Müchler informiert? Das hätte ich nie gedacht, dass sie so schnell reagiert. So eine Scheiße. Glaubst du, was der Polizist erzählt hat? Die Buddhisten, so habe ich von ihnen gehört, unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Die Wirklichkeit, sagen sie, ist das, was wir wahrnehmen, was auf uns einwirkt. Die Wirklichkeit muss allerdings nicht immer auch die Wahrheit sein. Es ist nicht leicht. Aber wir sollten immer die Wahrheit suchen. Und nicht die Wirklichkeit, ja. Es tut so weh. Hey. Was will sie denn? Gerade hier? Sie war bei der Polizei. Vermutlich hat sie da... Vorsicht, Vorsicht. Was ist? Schaust du uns so an? Die Wahrheit. Ich will die Wahrheit wissen. Die Wichelhaus-Apotheke. Die Apotheke war also gar nicht von Anfang an auf dem Wegplan der Demo. Nein. Woher habt ihr die Pläne? Freunde von mir arbeitet beim Organisationskomitee von Attac. Ich habe mich wegen der logistischen Kinkerlitz in der Demo angehauen. Geil. Das ist was für die Presse. Nein. Das ist was für meinen Vater. Das ist ein Knaller. Das wäre wirklich... Das wäre ja wirklich ein dicker Hund. Das heißt also, die Behörde für Inneres hat 3 Tage vor Beginn der Demonstration den Weg geändert. Erst dieser neue Weg führt da an der Wichelhaus-Apotheke vorbei. Richtig. Der Apotheker Wichelhaus hat, nachdem die neue Route bekannt wurde, formal bei der Stadt Hamburg um Bewachung gebeten. Mit welcher Begründung? Betäubungsmittel. Er lagert irgendwelche Suchtstoffe, schrieb er. Ja, und dann hat man Beckershoff vor die Apotheke gestellt. Und zwar allein. Soll ich dir was sagen? Die Sache stinkt. Du hast freie Bahn, Jan. Danke. Ich muss unbedingt mit diesem Robbie King, was weiß ich, reden. Sehe ich auch so. Ich besorge dir Zutritt. Gut. Ah.
Castorf. Da sieht man sich wieder. Sag, Herr Michler. Wollte eigentlich schon bei Ihnen im Büro vorbeischauen. Immer noch beim BKA? Mit der größten Zufriedenheit. Wie geht's Ihrem Sohnemann? Widerstand gegen die Staatsgewalt, richtig? Ja, ja. Was denn, Baton? Rede nur Schwachsinn. An dem beißen selbst Sie sich die Zähne aus. Oha, Nachschub. Ist die erste Riege schon durch? Nee. Die kommt hier gerade. Sie waren es nicht. Ich vermute, die zwei anderen Vermummten sind die Täter. Aber mit dieser Meinung stehe ich jetzt ziemlich alleine. Ist ja wirklich Ei. Aha. Nun sag, was ist los? Es ist doch Robbie King Bastners Tritt, der den jungen Polizisten tötete. Ist nicht wahr, oder? Die Pathologin ist sich sicher. Trotzdem war es gut, dass du auf dieser Demo warst. Ach ja? Ja. Weil du... Castorf. Ja? Ich mache mich sofort auf den Weg. Habt ihr Michler informiert? Wird schwer heute. Das hätte ich nie gedacht, dass sie so schnell reagiert. So eine Scheiße. Polizist erzählt hat. Die Buddhisten, so habe ich von ihnen gehört, unterscheiden zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Die Wirklichkeit, sagen sie, ist das, was wir wahrnehmen, was auf uns einwirkt. Die Wirklichkeit muss allerdings nicht immer auch die Wahrheit sein. Es ist nicht leicht, aber wir sollten immer die Wahrheit suchen und nicht die Wirklichkeit, ja. Es tut so weh. Hey. Was will sie denn? Gerade hier? Sie war bei der Polizei. Vermutlich hat sie da... Vorsicht, Vorsicht. Was ist? Schaust du uns so an? Ja, guten Tag, ist Wichtelhaus.
Ja, würden Sie mich bitte mit Herrn Staatsrat Pfeiffer verbinden, ja? Deswegen verurteilt die Stadt Hamburg natürlich jegliche Gewalt, die aus den Reihen einer Demonstration kommt. Naja, aber auch die Polizei ist ja nicht gerade zimperlich vorgegangen. Das dürfte ja wohl inzwischen feststehen, oder? Aber ich bitte Sie. Wir haben versucht, im Vorfeld mit Gesprächen zu deeskalieren und dezidiert darauf hingewiesen, wie wir reagieren werden, falls es zu Ausschreitungen kommt. Wenn uns das von Seiten der Störenfriede nicht geglaubt wird, Sie entschuldigen mich. Ah, bitte, Staatsrat. Ja. Stellen Sie durch. Hallo, Thomas. Ja, etwas. Bin gerade im Meeting. Ja. Natürlich. Nein, dann machen wir erstmal gar nichts. Nein. Ja, da bleiben wir ganz entspannt. Gut, bis später. Acryllack. Mhm. Und der Chef will, dass wir uns da dahinter klemmen. Das heißt? Vermutlich werden wir so circa 30 Kneipen abzuklopfen haben. Uns von diversen Saufbolden anblöken lassen müssen. Und dann zu guter Letzt hier im Büro schlecht gelaunt die Indizien auszuwirken. Wie schön. Du solltest das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Jan. Es gibt Kollegen, die wegen Daniels Tätigkeiten stinksauer auf dich sind. Also entschuldige mal, nur weil sich Daniel auf einer Demo befunden hat. Auf der ein Kollege schwer verletzt wurde, vergiss das nicht. Das LKA hat Material von einer Amateurkamera ausgewertet, auf dem phasenweise zu sehen ist, wie brutal Bekasov von den drei Vermummten fertig gemacht wurde. Das bringt schlechte Stimmung. Gleich drei? Das BKA ist schon an einem dieser Kerle dran. Kannst du mir das Videomaterial besorgen? Wieso? Das ist kein Fall für die Mordkommission. Ich will es Daniel zeigen, zur Abschreckung. Hallo Jenny. Hallo. Wer hat dir damals in Berlin den Arsch gerettet? Hm? Ich. Also, halt die Fresse. In 4 Stunden bin ich im Elsass und du alle Sorgen los. Aber ich weiß... Dein Rührei ist scheiße. Staatsrat und ein Bauunternehmer. Es kommt noch besser. Die dritte Autonummer gehört zu dem Mercedes eines Apothekers. Jetzt sagen Sie nicht. Doch, Thomas Wichelhaus. Jetzt wird es langsam seltsam, finden Sie nicht? Finde ich schon, ja. Acryllack. Mhm. Sie sind sicher von einer versteckten Kamera, ne? Nee. Und das kann ich Ihnen auch gerne beweisen, indem ich Sie jetzt mitnehme aufs Polizeipräsidium. Zur Vernehmung. Ja, nee. War ja nur ein Witz, ja? Acryllack. Der Benno hat also Acryllack gesoffen. Hat der Benno. Und können Sie sich vorstellen, warum? Nö. Kein Dunst. Acryllack. Sind Sie da sicher? Warum willst du das denn wissen? Warum willst du mir nicht antworten? Weil ich es für ziemlich seltsam halte, dass hier ein Kollege von der Mordkommission auftaucht und sich nach einem Beamten erkundigt, der bei einer Demonstration schwer verletzt wurde. Also gut, dann ganz offiziell. Heute Nachmittag um 15 Uhr in meinem Büro. Das ist eine Vorladung. Tschüss. Kommen Sie. Was war das? Eine Vorladung. Stopp.
Dein Bengel wird bei der Demonstration verhaftet, auf der diese Globalisierungsidioten ihren Schwachsinn ablassen und du... Bezeigt, Herr Polizeikommissar. Ich lasse mich nicht von Ihnen beschimpfen. Unser Anliegen ist absolut gerechtfertigt. Und dass gegen eine einseitige Weltordnung demonstriert wird, ist ein demokratisches und ehrenwertes Anliegen. Ach nee, noch eine. Ja und? Wollen Sie mir das Recht absprechen, als Bürger dieses Landes an einer genehmigten Demonstration meine Meinung kundzutun? Merken Sie sich eins, Herr Polizeikommissar, ich bin kein Idiot und meine politische Meinung... Hey. Was will sie denn gerade hier? Sie war bei der Polizei. Vermutlich hat sie dort... Vorsicht, Vorsicht. Was ist? Schaust du uns so an? Die Wahrheit. Ich will die Wahrheit wissen. Was für eine Wahrheit? Was ihr mit ihm gemacht habt. Angela, was meinst du? Thomas, nicht mehr lügen jetzt. Du darfst mich jetzt nicht mehr anlügen. War das, was vor der Apotheke passiert ist? War das alles geplant? Also mir wird das echt zu blöd. Bleib stehen! Hast du dafür gesorgt, dass die Route der Demonstration verlegt wurde? Hast du das? Ob du dafür gesorgt hast? Ja, das habe ich, Angela. Und ich habe auch höchstpersönlich dafür gesorgt, dass dieser Wichser vor der Apotheke steht. Und ich habe über meine Firma in Moskau zwei Spezialisten besorgt, die ihm als Autonome getarnt eine Abreibung verpassen sollten. Aber wieso? Wieso? Weil er dich benutzt hat, Angela. Er hat dich benutzt, betrogen, ausgenommen. Ein neues Auto, eine schicke Wohnung, Kontakte. Mehr warst du nicht, Angela. Das ist doch nicht wahr. Er hat mich geliebt. Nein, leider. Wir haben ihm auf die Finger geschaut. Ihr habt was? Wir sind ihm 8 Tage lang nachgefahren. In dieser Zeit hat er mit 2 anderen Frauen geschlafen. Eine davon war noch nicht mal 18. Ein Arschloch. Vergiss ihn. Du wolltest die Wahrheit wissen. Lose und ich, wir waren bei ihm. Wir haben ihn gebeten, dich fair zu behandeln. Dich nicht weiter zu quälen. Der hat sie nur ausgelacht, dieser... Er hat mich nicht betrogen. Doch. Angela, er war ein Wichser. Ein berechnender kleiner Wichser, der genau wusste, wie sehr er dich in der Hand hat. Und deswegen haben wir beschlossen, nur eine Abreibung zu... Angela fand ihn interessant. Er gab vor, dass sie ihm eher gleichgültig ist. Und damit hat er durchschlagenden Erfolg. Das war's. Das war was? Ihre Hörigkeit? Das Wort Hörigkeit ist so heftig. Er hat sie halt... Ja, was? Geknackt. Angela wollte nicht glauben, dass sie ausgerechnet bei ihm nicht die Prinzessin sein sollte. Und so hat sie sich erst recht ins Zeug gelegt. Wie ich schon sagte, die älteste Geschichte der Welt. Sie entschuldigen mich. Was heißt das jetzt genau? Das heißt, dass der Weg der Demo von den Verantwortlichen der Stadt Hamburg nachträglich geändert worden ist. Ja und? Ja, seht mal. Das hier ist die zuerst genehmigte Route der Demo.
Und das da ist die geänderte neue Route, die der Zug dann auch tatsächlich genommen hat. Und was ist das hier? Das hier ist die Wichelhaus-Apotheke. Die Apotheke war also gar nicht von Anfang an auf dem Wegplan der Demo. Nein. Woher habt ihr die Pläne? Freunde von mir arbeitet beim Organisationskomitee von ATTAC. Ich habe mich wegen der logistischen Kinkerlitz in der Demo angehauen. Geil. Das ist was für die Presse. Nein. Das ist was für meinen Vater. Das ist ein Knaller. Das wäre wirklich... Das wäre ja wirklich ein dicker Hund. Das heißt also, die Behörde für Inneres hat 3 Tage vor Beginn der Demonstration den Weg geändert. Erst dieser neue Weg führt da an der Wichelhaus-Apotheke vorbei. Richtig. Der Apotheker Wichelhaus hat, nachdem die neue Route bekannt wurde, formal bei der Stadt Hamburg um Bewachung gebeten. Mit welcher Begründung? Betäubungsmittel. Er lagert irgendwelche Suchtstoffe, schrieb er. Ja, und dann hat man Beckershoff vor die Apotheke gestellt. Und zwar allein. Soll ich dir was sagen? Die Sache stinkt. Du hast freie Bahn, Jan. Danke. Ich muss unbedingt mit diesem Robbie King... Nee, komm du lieber raus. Dein Sohn ist gerade verhaftet worden. Ja, genau. Morgen in der Zeitung steht, wieder böse Demonstranten kloppen auf die Polizei ein. Aber hiervon steht nichts drin. Lass ihn dir doch einrahmen, Kämpfer. Genau wie den ersten Knutschfleck. Bei dieser Demonstration von Globalisierungskritikern kam es dann so gegen 14 Uhr am Dammtor zu Ausschreitungen. Und da musste ein Daniel sich einer routinemäßigen Personenüberprüfung gewaltsam widersetzen. Gewaltsam? Das heißt, er hat einen Beamten kräftig vor den Brustkorb gehauen. Spinnt denn der? Und ich habe ihm noch gesagt, halt dich von Randale fern, wenn du da schon unbedingt mitmachen musst. Und sowas rutschte schnell rein. Es gab viele Festnahmen bei den Demonstranten. Entzückend. Und jetzt das wirklich Entzückende. Ein Kollege von uns ist von einer Gruppe Vermummter in einer kleinen Seitenstraße überfallen und brutal zusammengeschlagen worden. Wie brutal? Der junge Kerl liegt mit schweren Schädelverletzungen im Koma. Ich könnte kotzen. Das ist allerdings sehr übel. Dass du da bist. Und? Er kämpft. Oh Gott. Ja, dann hol doch deinen Anwalt. Das Neueste? Ich hab so einen Hals. Echt schon. Und auch aus dem Weg gehen. Der Verfassungsschutz? Ne, Freunde. Das sind eure Leute, mit denen ihr gemeinsam marschiert seid.
werden es mir nicht glauben, Herr Kastorf, aber dieses Tape ist der Beweis dafür, dass dieser Vorgang eindeutig getürkt ist. Tatsächlich? Ich habe noch nie eine Demo gesehen, auf der ein Bulle, ein Polizist, alleine irgendwo rumstand. Die sind immer zu zweit unterwegs, damit einer mit der Funke Verstärkung rufen kann, wenn es knallt. Naja, das stimmt. Damit Vorfälle wie die sich nicht ereignen können. Dass man dir das erklären muss. Ich bin bei der Mordkommission, nicht bei der Bereitschaft. Bürger verarsche. Vermutlich eine Stuntman-Gruppe oder so. Eine Stuntman-Gruppe. Das können wir doch gleich mal nachprüfen. Wer kommt mit? Jetzt? Jetzt. Nee. Doch. Super Stuntshow, nicht wahr? Besonders der Maskenbildner vom Verfassungsschutz hat gute Arbeit geleistet, finde ich. Die Zeit ist um, Herr Hauptkommissar. Ja, danke. Was geht denn hier vor? Wo ist Angela? Schon vorgegangen. Sind die Eltern von Beckershoff auch da? Angela sagte nein. Na, immerhin. Ich glaube nicht, dass es so eine gute Idee war, Angela hierher zu folgen. Da kannst du recht haben. Gehen wir. Was machen Sie hier? Wie können Sie sowas zulassen? Wie ich Ihnen schon sagte, der Herr ist von der Kripo und außerdem... Ach, und was soll das hier sein? Ein abschreckendes Beispiel für missratene Jugendliche, oder was? Das sind keine missratenen Jugendlichen. Was auch, Papi, muss mal Pipi? Du, wenn ich dein Papi wäre, würdest du jetzt zu Hause sitzen und Schulaufgaben machen, du Zottel. Papi sagt, wie so ungepflegte Kreatur. Ja. Was sehe ich denn aus wie ein Papi? Reg dich einfach wieder an. Tag, Meuer. Hi, Herr. Er sitzt in Zelle 4, zusammen mit sechs anderen, diese Scheißkerle. Scheißkerle, jetzt mach mal halblang. Thorsten Beckershoff. Den Namen schon mal gehört? Das ist ein junger Kollege aus meiner Mannschaft. Den ein paar dieser Scheißkerle vor knapp 2 Stunden den Schädel eingetreten haben. Noch Fragen, Herr Hauptkommissar? Dann entschuldigen mich bitte. Party, ja? Los raus. Und ein bisschen flott! Allerdings. Widerstand gegen die Staatsgewalt und Landfriedensbruch. Guten Tag, Herr Oberstaatsanwalt. Guten Tag, Herr Hauptkommissar. Ihr Gewächs, wie ich hörte? So in etwa. Na bravo. Gehe ich recht in der Annahme, dass es Ihnen diesmal mit der Ausstellung eines Haftbefehls nicht so eilig ist wie sonst? Alles zu seiner Zeit, Herr Oberstaatsanwalt. Schönen Tag noch. Wo ist das Vernehmungszimmer? Vielen Dank, Herr Oberstaatsanwalt. Danke.
150-70. Die Spritze. Angela. Gut, dass du da bist. Und? Er kämpft. Oh Gott. Ja, da wohl doch dein Anwalt. Das Neueste? Ich hab so einen Hals. Echt schon. Und dann auf den Weg gehen. Was auch, Papi, muss ich mal Pipi? Du, wenn ich dein Papi wäre, würdest du jetzt zu Hause sitzen und Schulaufgaben machen, du Zottel. Papi ist halt wie so ungepflegte Reaktion. Was sehe ich denn aus wie ein Papi? Reg dich einfach wieder an. Tag, Meuer. Hi, Herzhoff. Er sitzt in Zelle 4, zusammen mit 6 anderen, diese Scheißkerle. Scheißkerle, jetzt mach mal halblang. Thorsten Beckershoff. Den Namen schon mal gehört? Das ist ein junger Kollege aus meiner Mannschaft. Den ein paar dieser Scheißkerle vor knapp 2 Stunden den Schädel eingetreten haben. Noch Fragen, Herr Hauptkommissar? Dann entschuldigen mich bitte. Party, ja? Los raus. Und ein bisschen flott.